Ja, hinter mir der Kindergarten von Berlin, ganz klar zu erkennen. Der Kindergarten von Berlin, die Deutschlandfahnen kennt auch jeder, aber mich kennt nicht jeder. Das wollte ich eigentlich nur mal sagen. Eigentlich hat ja jede Stadt ihren Kindergarten. Ja, hier ist der Kinderspielplatz von Berlin. Der Kindergarten von Berlin, sage ich mal. Der Spielplatz ist da hinten, da haben wir die Baggers für die Kinder. Jedes Kind spielt gern mit Bagger. Dann haben wir dann auch den Sandkasten daneben. Kann man ein bisschen buddeln. Ja. Ja, und dann haben wir hinten einen Spielebagger, Zweier, Dreier, dass die Kinder auch vor dem Reichstag etwas spielen können, haben wir hier hinten Baggers. Was lachen die alle so? Ja, ich darf mit vollem Mund nicht reden, ich habe Benehmen. Ach so, ein Eis. Ich weiß nur, wo es Brezel gibt. Diese kleinen für to go. Danke. Andere wollen Eis essen, ne? Dafür ist es mir ein bisschen zu kalt heute und zu windig. Ist ein bisschen trocken, der Brezel. Ich gehe da jetzt mal in den Reichstag rein und trinke einen Milchkaffee. Irgendwann hin. Wir beide Hand in Hand, mittendrin den Kudamm lang. Du machst dein Studium noch fertig und so lang mach ich meinen Job. Und dann mal sehen, in ein paar Jahren, mit etwas Glück und wenn wir sparen, ziehen wir hin. Wir beide lieben Berlin, wir lieben uns und Berlin. November wird die Tochter elf, Berlin ein Traum wie eh und je. Die Kleine geht noch ins Gymnasium, bis zum Abi warten wir. Und wie im Flug vergehen die Wochen, auch die paar Jahre gehen vorbei. Berlin wird sicher auf uns warten, und was wir brauchen haben wir hier. Wir beide lieben Berlin, wir ziehen irgendwann hin. Wir beide Hand in Hand, mittendrin den Kudamm lang. Du machst dein Studium noch fertig und so lang mach ich meinen Job. Und dann mal sehen, in ein paar Jahren, mit etwas Glück und wenn wir sparen, ziehen wir hin. Wir beide lieben Berlin, wir lieben uns und Berlin.